Der intellektuell programmatische Teil der Arbeit ist weitgehend abgeschlossen bereits mit der Untermalung. Jetzt kommt noch der handwerkliche Prozess vor allem. Genau, also im Wesentlichen ist das abgeschlossen. Das ist aber eigentlich immer so bei mir, gerade bei den großformatigen Arbeiten, dass dann im Laufe der Zeit Dinge noch hinzukommen, manches auch getilgt wird, aber dass das große Gerüst steht einfach, ne? Also da, also es kommt selten vor, dass ich eine ganze Figur neu anlege, oder sozusagen die Komposition komplett ändere. Das kommt eigentlich eher selten vor, aber dass da noch kleine Elemente hinzugefügt werden oder was weggenommen wird, das kann dann schon passieren. Und bestimmte Dinge sind auch noch so gar nicht festgelegt, also jetzt bestimmte Faltenwürfe und solche Geschichten. Das entwickelt sich dann alles beim Malen. Dann kommt die Ausführung, ne, die auch nicht ganz unwichtig ist, also nicht nur jetzt in der Auseinandersetzung mit Ziegler und sozusagen in dem Wettstreit, wer nun mal maltechnisch malerisch nachher die Nase vorn hat, sondern das gehört ja quasi auch zu meiner Arbeitsweise insgesamt, dass ein gewisser scharfer Naturalismus in der Wiedergabe dessen, was dort modellhaft angelegt ist, quasi auch die Modellsituation nochmal besonders stark sichtbar und erfahrbar macht. Also Sie haben ja die einzelnen Teile schon eben die Modelle gebaut, das abfotografiert. Sie können wahrscheinlich gut einschätzen, welche malerischen Herausforderungen die einzelnen Sujets jetzt haben. Gibt es da trotzdem immer noch Dinge, wo Sie selber gespannt sind? Wie löse ich das jetzt? Wie ein Baum bei Nacht zu malen ist oder wie ein Sprinkeln, das eine Genau. Blutfontäne zu malen ist, Also wird da das. nochmal eigens erst experimentiert von Ihnen oder Ja. bevor Sie ans Bild selber rangehen oder passiert das alles auf der Leinwand selbst? Also es passiert im Wesentlichen auf der Leinwand selbst. Manche Dinge probiere ich nochmal einfach auf einer anderen Leinwand oder auf einem anderen Blatt einfach kurz aus. Aber das sind so die vielen kleinen malerischen Herausforderungen, die ich mir selber dann auch stelle. Also ich habe bis jetzt noch keine Blutfontänen gemalt. Und natürlich ist das nicht ganz leicht, die Lichtsituation. Also wir haben von vorne sozusagen ein sehr, sehr weiches, weißes Licht, ein kaltes Licht. Dann gibt es die Geschichte mit der Fackel. Das sind also malerisch durchaus Herausforderungen, denen man sich dann auch gerne stellt, weil ansonsten wäre das natürlich auch ja, noch lästiger und noch anstrengender, wenn man jetzt diese kleinen Herausforderungen, die man dann immer wieder meistern muss im Malprozess, wenn man die nicht dabei hätte. Mir graut so ein bisschen vor der gesamten Vegetation. Also es sind sehr viele Blätter, Grashalme, Zweige. Aber natürlich auch der Ehrgeiz ist dann auch wirklich gut zu machen, und nicht irgendwie so dahin zu schludern. Also es ist noch viel Arbeit, aber man hat immer so das ideale, fertige Bild vor Augen, da möchte man dann hin, und insofern trägt dann das dann durch den Prozess, aber es wird sich noch einige Wochen hinziehen, denke ich. Ja, es ist jetzt auch eins Ihrer vom Format her größten Werke, was da im Entstehen ist. Sie haben es ja schon gesagt, es ist exakt hat dieselbe Größe wie Zieglers Vorbild. Das finde ich ja auch nochmal eine interessante strategische Entscheidung von Ihnen, jetzt das Format zu übernehmen. Man hätte es jetzt ja kleiner machen können, um zu signalisieren, man möchte auch wirklich mehr diesen analytischen Zugang vielleicht verstärken. Man hätte es auch größer machen können, um vielleicht auch auf die Monstrosität des Vorbilds zu verweisen und um eben noch entsprechend mehr unterzubringen. Dann diese Formatidentität, die signalisiert ja schon so eine gewisse Idee von Paragone auch. Also man will sich jetzt schon an dem Vorbild auch messen. Und natürlich es dekonstruieren, ins Gegenteil verkehren, es sozusagen auch offenlegen in seiner ganzen ideologischen Problematik und vielleicht auch handwerklichen Fehlerhaftigkeit. Aber was genau reizt Sie sagen nochmal an diesem direkten Vergleich, der ja durch die Formatidentität sehr nahegelegt ist? Naja, es ist, glaube ich, so diese Vorstellung. Wie würde es aussehen, wenn ich beide Bilder nebeneinander hätte? Also was wäre das stärkere Bild? Was kann man auf der Fläche leisten? Was hat Ziegler geleistet? Was leiste ich jetzt auf der Fläche? Das ist so ein bisschen so ähnlich, wenn auch mit ganz anderen Vorzeichen, wie bei der Arbeit aus der Serie Cranach Suite, wo ich
die Lucretia von Cranach in fast identischem Format gemalt habe wie Cranachs Lucretia. Und dass dann auch dort Dinge umzukehren und dann da tatsächlich in der Ausstellung im Landesmuseum sie wirklich nebeneinander hängen zu haben oder gegenüber hängen zu haben, so war die Hängung nach einem Cranach-Saal, das war schon spannend. Also sozusagen diesen Dialog zu sehen und auch natürlich auch, klar, kann man da mithalten. Hat es sich gelohnt, so viele kleine Pelzhaare zu malen, um sozusagen da auf der Höhe zu sein? Und ja, das ist natürlich ein Aspekt, weil man natürlich in Bezug auf den Ziegler diese Wahrnehmung hat. Es ist so unfassbar prominent und es ist in der NS-Zeit ja zumindest nach außen hin als vorbildliches Werk, das die Ideologie so vorbildlich ins Bild setzt, dann auch rezipiert worden. Und da möchte man natürlich irgendwas dagegen setzen. Und klar, die Idealvorstellung ist zu sagen, wir hängen sie nebeneinander und dann schauen wir mal, wer überzeugender ist. Und da lag natürlich das Originalformat irgendwo nah. Also ist ja schon ein Unterschied, ob man sich sagen, mit Cranach in Paragone begibt, völlig andere Epoche, völlig anderer Status in der Kunstgeschichte, oder ob man das mit Ziegler tut. Und natürlich könnte jemand vielleicht missgünstiger auch kommen und sagen, sie nobilitieren den Ziegler damit, indem sie ihm jetzt so viel Zeit und Aufmerksamkeit und eigene Malfläche widmen. Wie antworten Sie darauf? Ja, da würde ich auch antworten, dass Ziegler sozusagen eigentlich ja nur ein Oberflächenphänomen ist für das, was dahinter steckt. Und da kann man sich durchaus intensiv mit befassen, wie ich das ja in den letzten Jahren mit meinen Arbeiten schon gemacht habe. Also es geht um die Ideologie dahinter und auch diesen Abstand zwischen Wollen und Können, also auch ideologischen Wollen und Können. Ja, also man will eine ganz neue Zeit einläuten mit der NS-Ideologie und je näher man hinschaut, desto absurder und bodenloser und dümmer ist das auch, was dann dort verkauft wird. Und es ist ja nicht so, dass das nicht auch auf fruchtbaren Boden fällt. Also wenn ich jetzt sozusagen heute aus der rechten Ecke Äußerungen höre, die sind jetzt ja nicht deutlich intelligenter oder nachvollziehbarer oder rationaler, überzeugender, was dort vorgetragen wird. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund dazu, ne, dass man dann sich mit so einer Ideologie, die wie sie da ins Bild gesetzt wird, auseinandersetzen, dann auch so ein bisschen die Hohlheit dann auch vorführen kann dessen. Wir haben es ja jetzt schon angedeutet, es ist ja bei weitem nicht die erste Arbeit, in der Sie sich mit rechten Ideologien oder auch Figuren aus dem rechten Spektrum beschäftigen. Das waren zum Teil auch eher zeitgenössische rechte Bewegungen, die Sie in Ihrer Arbeit verhandelt haben. Und jetzt in dem Fall der stärker historische Bezug. Würden Sie sich da auch selbst als politischer Künstler bezeichnen? Muss ich wohl. Das klingt so, als käme es Ihnen, hätten Sie selber so ein gewisses Unbehagen mit dieser Etikettierung. Ja, also genau, also mit der Etikettierung habe ich, glaube ich, so einen Unbehagen, weil, glaube ich, dann bestimmte Ideen oder Vorstellungen damit verbunden sind, dass man da quasi aktivistisch mit Bildern sozusagen hinaus in die Welt gehen will. Das ist ja nicht intendiert. Also wenn ich jetzt politischer Künstler höre, dann stelle ich mir vor, vielleicht ist es auch blödsinnig, aber dann stelle ich mir vor, da ist jemand, der eine bestimmte politische Ausrichtung und Agenda hat und die möchte er sozusagen mit seinem Kunstwerk anderen nahe bringen. Mir geht es eher darum, das, was ich vorfinde, zu analysieren, zu dekonstruieren und dann sozusagen zur Verfügung zu stellen und dann kann der Betrachter meines Erachtens dann selbst darauf kommen, also wie er sich zu diesen Ideologien verhält. Das sind ja auch immer, auch bei den älteren Arbeiten, immer Umsetzungen, wo auch gerade dieses Moment der sehr hohlen Inszenierung auch rausgestellt wird. Und das ist mir ganz wichtig, weil Ideologie zeichnet sich ja gerade durch diesen Abstand aus oder durch diese Prätention, sozusagen auf alles eine endgültige und passende und richtige Antwort zu haben. Und je näher man hinschaut, desto hohler wird das Ganze. Und das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und mir geht es halt eben darum, Distanz herzustellen in meinen Arbeiten. Genau, ja, das hatten wir auch vorher schon. Damit ist auch völlig klar, dass Sie das Gegenteil machen von dem, was aktivistische Kunst macht. Die richtet sich ja erstmal vor allem an
an ein Publikum, das schon dieselben Überzeugungen teilt und das man sagen nochmal bestätigen möchte, nochmal motivieren möchte, stimulieren möchte, empowern möchte, eben auch zu Aktivitäten in ganz bestimmter Weise anstacheln möchte. Das ist schon die Idee von aktivistischer Kunst. Und politische Kunst in dem Sinne, wie Sie sie machen, setzt ja, lässt ja dem Publikum gewisse Freiheiten und setzt aber auch auf ein breiteres Publikum, also nicht nur auf Leute, die eins zu eins schon mit der eigenen Agenda oder dem eigenen Weltbild übereinstimmen. Also es wäre ja auch gerade mal interessant, jetzt halt mit Leuten dann über ihr Bild zu diskutieren, die sich vielleicht auch eher im konservativen bis rechten Spektrum selber verorten, wie die das dann interpretieren, ob die das jetzt nur als Polemik sehen oder ob die da auch was Interessantes erkennen können und ob man damit vielleicht sogar ins Gespräch kommen kann, eben über verschiedene Weltanschauungen hinweg durch ihr Bild. Das sehe ich halt schon auch als bisschen als den Anspruch, den sie verfolgen damit. Und indem sie sagen, erstmal was auf Distanz stellen. Und was man dann aus dem Blick, aus der Distanz macht mit dem, was man sieht, bleibt dann ja doch sehr offen. Also da ist ein hoher Freiheitsgrad im Spiel. Und das ist der Unterschied zu aktivistischer Kunst. Genau. Also selbst in der Ausstellung im Museum in Dortmund, im Museum für Kunst und Kulturgeschichte, da war ja ein Werk, das quasi hier so eine aktivistische Form hatte. Das war dieser Postkartenständer, wo Postkarten drin waren, wo Motive umgekehrt wurden, der Splitterpartei Die Rechte, die in Dortmund sozusagen ihren Bundesvorstand, ihren Sitz dort hat. Und von der Form her ist das aktivistisch, weil das Postkarten waren, die man mitnehmen konnte. Die sind auch gerne mitgenommen worden, aber die Motive selber, die haben jetzt nicht sozusagen eine andere Wahrheit verkündet oder sozusagen irgendwas verdammt, sondern also ein Hauptmotiv war tatsächlich ein Aufkleber, den sie vertrieben haben, Ausländer raus. Und bei mir hieß es einfach nur Rausländer aus. Ja, das heißt also, man kann, ne, diese Distanzierung durch die Umkehrung. Man kann das mitnehmen und sich anschauen, und man muss jetzt nicht irgendwie sofort einer anderen Fahne folgen, sondern es wird quasi sowas in Distanz gebracht und natürlich auch so ein bisschen sozusagen ins Lächerliche gedreht. Aber man hat halt eben die Möglichkeit, dann darüber nachzudenken, was diese Umkehrung eigentlich bedeutet und wie sie eigentlich wirkt. Und von der Form her war das tatsächlich so das aktivistischste Kunstwerk, das ich gemacht habe. Aber es war halt einfach von der Anlage her ähnlich wie auch meine gemalten Bilder. Ja. Postkarten ist auch ein Stichwort, das wir noch weit vertiefen könnten. Sie belassen es jetzt ja auch nicht bei dem Triptychon der vier Elemente, sondern Sie haben ja auch noch begleitend eine Serie von Postkarten bereits dazu Genau. gemacht. Ja, Warum? also Oder was ist da genau das Thema und die Motivation? naja, es ist halt so, dass im Laufe der Recherche man einfach viele Dinge sieht, und eine Sache ist, die auch letztendlich mit dieser Idee der Verbreitung als Reproduktion dieses Bildes zusammenhängt, ist, dass es halt Postkartenserien zu dieser Ausstellung gab. In verschiedenen Lizenzen, also eine auch dann bei Heinrich Hoffmann, also dem Leibfotografen von Adolf Hitler, der hat einen ganz großen Teil der Bilder als Postkarten vertrieben zur Ausstellung. Und mir ist dann aufgefallen, wenn man sozusagen durch diese, sind einige hundert Motive insgesamt, waren ja auch immer große Ausstellungen mit sehr vielen Bildern, wenn man dann da so durchscrollt, dann sieht man halt eben, es sind unglaublich viele Frauenakte da drin, also die auf den ersten Blick sehr klassisch sind oder klassisch sein wollen, sagen wir mal so, aber ein Frauenbild insgesamt reproduzieren, das halt eben dieser NS-Ideologie entspricht. Also da wird die Frau auf ihren Platz verwiesen. Mal ist sie als schöne Bäuerin. Es ist immer der männliche Blick, der sozusagen dort reproduziert wird. Und das ist mir einfach aufgefallen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das in der klassischen Art und Weise, wie ich das mache, vielleicht umdrehen kann, und habe nach Zitaten gesucht, die sozusagen die Rolle der Frau im Nationalsozialismus beschreiben, also aus Originalquellen, allen möglichen, Hitler, Goebbels oder irgendwelche BDM-Führerinnen. Und die habe ich dann sozusagen kombiniert mit Linienzeichnungen, die ich nach Bildern von meiner Frau angefertigt habe, die also auch da wieder als Modell gedient hat. Und ja, diese Aussagen selbst sind in ihrer Absurdität schon
eigentlich schon grotesk genug, aber dann in der Nachstellung dieser Motive, wo dann sozusagen das Modell bei mir einfach immer ganz streng in die Kamera schaut und sozusagen so den Subjektstatus für sich wieder erobert, wird dann diese Spannung nochmal ganz besonders spürbar. Und naja, das schönste Zitat wird dann wahrscheinlich auch der Titel dieser Serie sein. Hier ist nochmal Blaustrumpfkultur und Frauenherrschaft. Mal ein Zitat. Und ja, diese Blaustrumpfkultur und Frauenherrschaft, vor der ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr fürchten würde, die habe ich dann da ins Bild gesetzt. Und das begleitet dann sozusagen auch nochmal als Kommentar dieser Arbeit, weil die war ja bei der ersten großen deutschen Kunstausstellung sozusagen sehr prominent vertreten und wurde dann ja von Hitler angekauft, hing dann ja nachher dann über dem Kamin. Und gleichzeitig startet aber auch die Vermarktung über die Postkarten. Und sozusagen in Referenz dazu wird dann das entstehen und vielleicht auch noch ein weiteres Objekt. Da denke ich so die ganze Zeit drüber nach. Also wahrscheinlich werden es drei Objekte sein, die entstehen. Also dieses Triptychon, die Postkartenserie und noch ein Objekt, also kein gemaltes Bild. Und das füge ich dann in die anderen Arbeiten ein, die halt diese München-Leucht-Untertitelung haben aus der letzten Serie. Ja. Aber sagen, diese Postkartenserie ist ja dann doch, unterscheidet sich von der, die Sie in Dortmund gemacht haben, die wohl wirklich klar aktivistisch war. Da gebe ich Ihnen recht. Jetzt hier geht es ja auch wieder eher um was Dekonstruierendes bei dieser Postkartenserie. Sagen, der, wie man so sagt, der Male Gaze wird dekonstruiert und eben sie versetzen die Frau dann, also bringen einerseits sie nochmal in die alten Posen, das Male Gaze, aber brechen die dann eben die Frau eben sehr selbstbewusst und klar aus den Bildern rausschaut und sich eben nicht nur betrachten lässt, sondern ihrerseits betrachtet. Also es wird zurückgeblickt und das dann aber wieder konterkariert mit diesen Originalzitaten. Das kann ich mir eigentlich schon sehr wirkungsvoll und gut vorstellen. Das ist dann ein Set von wie vielen Motiven? 11, glaube ich. Also es hat sich dann immer mehr zu, sozusagen eingedampft, weil letztendlich ja auch ganz viele Posen dann wirklich identisch waren. Ja. Insofern musste man da jetzt gar nicht alle aufgreifen. Es hat sich dann reduziert auf 11, glaube ich, 11, 12. Und naja, die Frage ist halt, Sie haben ja richtig gesagt, also das ist jetzt nicht so aktivistisch angelegt wie jetzt diese Dortmunder Postkartenserie. Wird sie jetzt nur gezeigt in einem Postkartenständer, so in einem Display, vielleicht an der Wand nur? Oder soll man vielleicht doch darüber nachdenken, sie sozusagen mit rauszugeben, obwohl sie dann anders funktionieren würden als die Serie in Dortmund? Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also man kann sie natürlich sozusagen als Objekt, sozusagen vielleicht als Schuber dann quasi eher dann wieder als Kunstobjekt sozusagen unter die Leute bringen. Aber jetzt so als Takeaway-Card wie in Dortmund, weiß ich nicht. Also sie funktionieren irgendwie anders. Es fühlt sich anders an. Insofern, also weil dass man sie auch nicht einzeln hergibt, sondern nur im als Serie und dann eben schon als Multiple im Grunde auch. Was reizt Sie generell daran, sagen wir nochmal das Medium Malerei zu überschreiten, ins Objekthafte zu gehen, in den Raum zu gehen? Man könnte ja unterstellen, ist das doch ein Misstrauensvotum gegenüber dem angestammten Medium? Nur Malerei ist dann doch zu wenig, oder? Ja. Also das ist der Tenor der Rezension meiner ersten Einzelausstellung 1998 gewesen in Neumünster. Da hat tatsächlich dann auch jemand geschrieben, also ganz traut er dem Medium Malerei doch nicht, weil er auch da schon solche Objekte mit drin waren. Und es gibt Dinge, die funktionieren vielleicht in der Malerei nicht so gut, sondern eher im Objekt. Und was bei mir ganz klar ist, also ich meine, das kommt noch hinzu. Die Bilder sind bei mir zum Teil ja auch sozusagen mit einem Objektcharakter. Also die liegen auf dem Boden, die stehen in der Ecke, die waren mal in Kisten. Also es ist nicht so, dass ich sage, das Bild hängt an der Wand und das ist jetzt das Tor zu einer anderen Realität. Weil da ist mir zu wenig Distanz drin. Das ist auch immer ein Objekt und das kommt bei manchen Arbeiten stärker raus, bei anderen weniger und ist für mich eine natürliche Fortsetzung, dann auch mit Objekten zu arbeiten. Man könnte aber ja auch sagen, diese Objekte sind dann auch nochmal so ein klarer Hinweis darauf, dass auch
das, was man auf den Gemälden sieht, sind so eigens gemachte Objekte. Dieses modellhafte, versuchsanordnungshafte wird ja noch mal deutlicher vielleicht dadurch. Ja, Also unterstütze oder ich könnte man schon auch noch mal als Steigerung oder Explizierung ihres gesamten künstlerischen Ansatzes verstehen. Und ja, dann ist es ja auch wieder sehr stimmig, wenn nicht sogar notwendig, mit solchen gebauten Objekten zu arbeiten. Was man sich natürlich jetzt auch noch vorstellen könnte, dass man in einer Ausstellung nicht nur das Gemälde zeigt, sondern ja, all das, was als Vorlage und Requisite fürs Gemälde gedient hat. Warum nicht nochmal dieses zertrümmerte Podest auch zeigen? Ich glaube, sowas Ja, haben Sie aber noch nie gemacht, das oder? habe ich noch nie gemacht. Das geht jetzt auch nicht, weil das ist in der letzten Woche vom Sperrmüll in Kiel mitgenommen worden. Also das ist jetzt definitiv weg. Also es hat natürlich zum einen das praktische Gründe. Also diese ganzen Sachen kann ich natürlich nicht alle aufbewahren. Da ist gar kein Platz für da. Aber der eigentliche Grund ist, dass vielleicht auch, weiß ich nicht, dass vielleicht dann auch wieder die Aufmerksamkeit dann von dem Bild abziehen würde. Mhm. Also was ich gut und gut finde und auch gerne mache, ist natürlich sozusagen den Prozess in der Dokumentation, so wie wir das jetzt hier auch machen, offen zu legen, ne? Also da gibt es nichts hinein zu Geheimnissen, sondern das zeige ich auch gerne. Oder wenn ich jetzt Ausstellungen habe und dort Termine mache, dann führe ich den Prozess gerne vor. Dann, gut, in der Abbildung hat man es dann ja auch und dann braucht man nicht unbedingt jetzt sozusagen das große Original. Ich meine, das Ding ist 3 Meter breit gewesen, also das bewahre ich bestimmt nicht auf. Also das ist, glaube ich, nicht so notwendig. Und ja, klar, also die Dokumentation dieses Prozesses drumherum, die ja, wird mir schon wichtiger. Vielleicht bin ich da in den Jahren früher nicht offensiv genug gewesen. Also dass das vielen nicht klar geworden ist, dass das nicht einfach nur schön gemalte Bilder sind, sondern dass da einfach auch ein Prozess dahinter steckt, der das Bild dann nochmal eine andere Qualität bringt. Also, dass man, wenn man das nachvollziehen kann, dann nochmal anders auf das Bild schaut. Ja, ich würde dir auch vorschlagen, dass wir nochmal ein Gespräch führen, wenn das Bild dann fertig ist. Dann kann man nochmal die wirklich heranzoomen an die einzelnen Stellen und Details und nochmal deutlich mehr von dem offenlegen, was da jetzt alles von Ihnen programmatisch damit gedacht ist. Und haben aber jetzt, glaube ich, schon mal einen guten Einblick in Ihren Werkprozess genommen.